So legen Sie Papier in Fach 2 der Druckerserie HP Color LaserJet Pro 3201 bis 3204, 3288, MFP 3301 bis 3304 und 3388 ein. Dieses Fach fasst bis zu 250 Blatt Papier und kann für verschiedene Papiersorten verwendet werden. Einlegen von Normalpapier in Fach 2. Öffnen Sie das Fach. Hinweis: Öffnen Sie dieses Fach nicht, während es verwendet wird. Passen Sie die Papierführung an, indem Sie die Anpassungsriegel zusammendrücken und die Führungen entsprechend der verwendeten Papiergröße verschieben. Hinweis: Um Papier im Format US Legal einzulegen, verlängern Sie den vorderen Teil des Fachs, indem Sie auf die blaue Verriegelung drücken und an der Vorderseite des Fachs ziehen. Wenn Fach 2 mit Papier im Legal-Format beladen ist, ragt es etwa 57,5 mm bzw. 2,2 Zoll über die Vorderseite des Druckers hinaus. Legen Sie das Papier in das Fach ein. Stellen Sie die Papierführungen so ein, dass Sie den Papierstapel leicht berühren, aber nicht biegen. Achtung! Achten Sie darauf, dass die Papierführungen nicht zu eng am Papierstapel anliegen. Um Staus zu vermeiden, stellen Sie die Papierführungen auf die richtige Größe ein und überfüllen Sie das Fach nicht. Schließen Sie das Fach. Einlegen von Briefbögen oder vorgedrucktem Papier in Fach 2. Fach 2 kann für den Druck im Hochformat oder Querformat auf Briefbögen oder vorgedrucktem Papier verwendet werden. Zum einseitigen Drucken im Hochformat legen Sie das Papier mit der bedruckten Seite nach oben und der Oberkante in Richtung der Rückseite des Fachs ein. Zum beidseitigen Drucken im Hochformat legen Sie das Papier mit der bedruckten Seite nach unten und der Oberkante in Richtung der Rückseite des Fachs ein. Für ein- oder beidseitigen Hochformatdruck mit vorgestanztem Papier legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach oben und mit den Löchern zur linken Seite des Fachs ein. Für den einseitigen Druck im Querformat legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach oben und der Oberkante in Richtung der Rückseite des Fachs ein. Für den beidseitigen Druck im Querformat legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach unten und der Oberkante in Richtung der Rückseite des Fachs ein. Für ein- oder beidseitigen Querformatdruck legen Sie das vorgestanzte Papier mit der bedruckten Seite nach oben und den Löchern zur Rückseite des Fachs ein. Weitere hilfreiche Videos finden Sie auf unserem HP Support YouTube-Kanal.